Das war der Song Ich helfe dir auf aus dem neuen Album Hart am Wind für die Freiwild, das am 23. Oktober 2009 im Handel ist. In Südtirol nehme ich an. Ja, schon. 23, genau. Wie weit in Südtirol? Beim Disco New Classic oder? Athese, überall. Flächendeckend. Hoffentlich. Was der Angereit hat, bist du. Na, bist du ein. Ja, der Einkäufer oder was Südtirol halt bitte. Ja, kann man schon. Eine Vorgabe zu den Richards Endorphin, ich habe ja schon Tourneeerfahrung als Band, kennt ihr schon eine halbe Ewigkeit als Band, die seid ja viel unterwegs miteinander, wisst ihr also, was auf euch zukommt, die Richards wissen das nicht, oder? Ja, haben schon gesagt. Habt ihr schon aufgeklärt? Ja. Ja. Nein, das Richards Endorphin finde ich auch eine gute Band. Und sie, du glaubst, sie packen es? Ja, auf alle Fälle. Sei super, super gut und die ja, man sich fünf Konzerte das Jahr zu spielen und sich 14 Tage hintereinander. Ich denke, die haben mehr geprobt als mir, sicher das ganze Jahr. Da bin ich ganz sicher. Bei ihm ist das natürlich von der Musikrichtung her schwieriger noch. Musst du mehr proben. Wir haben es eher einen einfachen Stil. Und ich bin mir ganz sicher, dass für die Richards Endorphin das eigentlich ziemlich nett. Jetzt will ich nicht sagen, dass sie jetzt da irgendwas Erfolg versprechen kann von denen her. Aber sie haben sich einmal sicher, können sich einmal in einer breiten Masse zeigen. Und das Zweite ist, und das haben wir ja auch für sie gemacht, dass sie zum Beispiel jetzt schon bei diversen Online-Riders, wo mir und so weiter, aber auch Metal-Bands gespielt werden, werden sie jetzt auch gespielt und so weiter und so fort. Und das glaube ich auf die ganzen Snippets, sind sie am Traum, ne? Aber auf die ganzen Plakate und Tourflyer sind sie mit drauf. Und ich glaube, dass es so eine Nightliner-Tour eigentlich für sowieso jede Band das Gerechte ist, früher oder später. Skylers gibt es ja nicht. Wie geht es denn so bandintern? Seid gelassen untereinander? Was sagst du? Ja, es gibt sicher mit ein paar Reibereien, nicht? Aber die rückt man sich aus und noch passt das irgendwie. Wir sind ja keine. Aber wird man lockerer? Ja, aber wird man lockerer? Oder geht man getrennte Wege? Oder? Nein, das ist überhaupt nicht. Das darf überhaupt nicht gehen. Als Band muss man allem schauen, dass man zusammenhalten. Alles einmal als Quote geht nie. Nicht. Einer mal eine andere Meinung hat. Aber das rauft man sich dann aus und tritt man sich. Oh, jetzt rauft man aus. Nein. Weil das Schluss muss man allem wieder schauen. Nicht, oder? Wenn man einen zusammenpickt. Voll. Wir spielen halt noch eine ganze Fahrt Nintendo gegenseitig und jeder hat seinen Laptop mit irgendwie und wenn er keine Lust hat, da in der Menge, geht er auch mit sich hin und schaut seinen Film an. Also, oder kann auch noch ein Stück gehen, ein Stück laufen. Das ist nicht, dass du jetzt da allem auf dem engen Raum bist die ganze Zeit. Meistens. Ja. Das mal ist besser, weil wir zwei Busse haben. Das heißt, wir sind 18 Leute, was im Leib, sagen wir, sind viel mehr Leute, was noch die Tour mitfahren, aber es sind 18 Leute, was im Bus ist, halt im Bus sein. Jetzt haben wir zwei Busse und da sind wir schon vor. 18 Leute, es sind vier, dann sind die Richards fünf. Das sind eine, das ist eine Tour, wir sind zwei Tourmanager, dann sind Lichtmann, Tonmann, Roadies. Der Monitormann, dann sein. Wie viel hast du jetzt? Du bist jetzt nicht gezählt. Ja, jetzt sind 15 jetzt gewesen. Dann ist noch. Mercher sein noch dabei. Ja, da bist du auf den Punkt ganz schnell. Und da haben wir noch ein Bett für etwaige Mitfahrende, nicht? Männer, das muss man sagen, wird das DW-Events, was in Nightliner durchfahren, viel oder später, werden das sehen, es gibt keine Gitschen im Bus. Das ist definitiv so. Bei keiner Tour. Weil es scheinbar ganz viele Bands gegeben hat, was Weiber getauft haben, Frauen oder Mädchen getauft haben, man muss hingehen und dann ist ein Schlagzeug reingefallen. Jetzt hat er die ganze Liebe entdeckt und ist von der Band ausgestiegen. Ja, und das Zweite ist natürlich auch wegen Diebstahl. Das heißt, es dürfen eigentlich nie fremde Leute im Bus sein. Es ist jeden Tag ein neuer Code bei der Tier, was du eingibst und dann fahren wir allen bei jedem Nightliner-Bus. Das hat, wie gesagt, wenn alle die gleichen Leute drin sind, ist halt die Gefahr, dass etwas gestohlen wird, klar. Also wenn danach von mal fünf fremde Leute hinhucken im Bus und etwas fehlt, dann weißt du, wer es war. Und siehst du wahrscheinlich genau, wenn man wo will, dass ein Hund hier. Ich will gar verstecken, dann nach einer Woche haben wir zugefahren. Erklären wir mal, was der Job von einem Tourmanager ist. Er ist der letzte gestorben, das kannst du haben. Ja, auf alle Fälle. Er ist Kindergartentante gleichzeitig. Was muss schauen, wie noch die ganzen
unter Anführungszeichen auf Deppen zusammenzuklauen, ne, was nicht im Backstage drin liegen und nicht wissen, dass man startet. Die, was die Abrechnungen machen, die, was die Klicker organisieren am Eingang, dass man weiß, wie viele Leute hineingehen. Die, was die schauen, dass das Catering passt, dass die Halle pünktlich steht, dass das Auge tun wird, dass der Deckreihe hingehalten wird, dass die Parkplätze für die Busse da sein, dass vorneweg die Werbung ist schon mal natürlich wichtig, dass das alles dann funktioniert und das ist eigentlich ein totaler reiner Stress. Und jeder kommt her, weil er nicht weiß, wo gehst du hin und sagt, du bist auf Klo, ist gar Scheiß, kein Klopapier mehr, da rennt jeder da hin, das ist ja wie ein Kindergartentante im Endeffekt. Deswegen kriegt er auch viel Geld, leider. Aber er versteht man mehr wie zu. Gut, dann spielen wir einen nächsten Song und zwar diesen Schuh musst du dir jetzt anziehen, das hat Wert drauf gelegt, dass der gespielt hat. Ja. So, Jonas. Ja, was ein geiler Song ist für mich. Einfach. Ja, mir gefällt auch gut. Also fast am besten jetzt für die neuen Lieder. Okay, dann spielen wir jetzt diesen Schuh musst du dir nicht anziehen. Scheiß Titel. Ja.